Jo Leute, was geht? Ich würde vorschlagen, wir holen uns noch mehr neue Waffen hier auf der Abenteuerkarte. Zuletzt geholt für Zelda den Taktstock des Windes und für Link die Krafthandschuhe mit dem Morgenstern. Und jetzt kann er hier sogar noch eine Waffe bekommen. Es ist Epona! Abenteuerschlagkrieger des Wassers Stufe 2. Empfohlenes Element ist Wasser. Begrenzt auf The Link. Ja blöd, die Wasserwaffe habe ich noch gar nicht, weil da gibt es nämlich auch noch eine. Tja, ich weiß jetzt nicht, ob es hier so schlau ist, aber die Handschuhe hier hätte ich hier mit, sogar schon mit 4 Sternen, aber ich meine, der Angriffsunterschied ist halt ein bisschen heftig, Leute. Der ist halt ein bisschen, ich meine hier, 112 und Master Schwert hat aber 300. Aber wir haben die Waffe halt gerade erst freigeschalten, jetzt weiß ich halt nicht. Ich möchte trotzdem mal gerne die Handschuhe benutzen. Auch wenn das Element jetzt hier zwar nicht empfohlen ist, aber... Oh, warte mal. Feuer, warte mal. War Feuer nicht effektiv gegen Blitz? Dann ist das aber trotzdem blöd. Sorry, Leute. Ich muss doch das Masterschwert nehmen. Weil Volga ist ja Feuer. Und Feuer ist stark gegen Blitz. Und das wäre dann nicht so gut, weil ich ihm dann mit der Blitzwaffe nicht sehr viel Schaden machen würde. Auch mit dem Level. Wir werden die später noch ein bisschen genauer ausprobieren, ja? Aber jetzt finde ich, ich muss ja hier auf jeden Fall den A-Rang schaffen, sonst kriege ich ja Epona nicht. Ich hoffe, ihr versteht das. Wenn nicht, Pech gehabt. Zeit für etwas Randale. So, und nicht wundern, im letzten Part habe ich mir auch noch ein neues Kostüm für Link geholt, das blaue Heldengewand. So, besiege Volga. Ich finde, das sieht auch ganz nett aus. Blau ist sowieso meine Lieblingsfarbe, also... Haben wir gedacht, wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen in das Ganze hier. Damit wir nicht immer im selben Kostüm rumlaufen, weil Breath of the Wild Link haben wir jetzt schon so lange gehabt und zuletzt eh das klassische gewarnt und jetzt, na, jetzt haben wir mal gedacht, jetzt kann ruhig mal, oh, sehr schön, direkt die Magie voll. Jetzt müssen wir Befestiger besiegen, weil die Festungen verstärken, diese Spackos. Ja, legt euch nicht mit Link an, Alter, Prox ist voll aggro, hat wohl schlecht geschlafen. So. Oh, hier, das bietet sich ja bei dem Haufen hier gleich mal an. Oder? Obwohl, nee, so viele sind das gar nicht. Wenn ganz, ganz viele Gegner auf einem Haufen da sind, dann sollte man vielleicht in Erwägung ziehen, so eine Explosion zu machen. Oder meinetwegen auch hier, guck mal. So, hier. Finstere Explosion. Oh, 160 K.O.s auf einmal. Ist gar nicht mal so übel. Dafür, dass die Fee immer noch auf Stufe 1 ist. Ja, gut gemacht, Link. Da hat mich so ein Penner gerade getroffen. Frechheit. Sehr blöden Flammen gibt es. Ich finde, der Hylia-See mit dem Wassertempel hat auch eine coole Hintergrundmusik. Also der Soundtrack an sich in dem Spiel ist geil. Kannst du ja nicht anders sagen. Der ist geil. So. Westkammer erobert. Ja, wir haben die Festung eingenommen, wie sie Prox immer freut. So wie so ein kleines Kind. So, ja. Ja, aber gut, wie alt wird die sein? Das Alter von Feen kann man jetzt nicht wirklich gut einschätzen. Oh, warum liegt hier Silbermaterial rum? Habe ich wahrscheinlich mit so einem, mit der Feenexplosion vorhin erwischt. Werden wir dann sehen, was ich da bekommen habe. So, jetzt muss ich mal auf die andere Seite rüber. Und hier gibt es diesmal sogar zwei Elementbarrieren, Licht und Wasser. Werde ich mir natürlich beide schnappen. Alter, warum sind die hier so OP? Warum sind die hier so am Glühen? So, die eine des Bocken wurde zerschlagen. Genau wie sein Gesicht. Wie ein Telefonbuch. Aufschlagen, zuschlagen und immer wieder nachschlagen. Zack. So, der Befestiger hat sich zurückgezogen. Was für ein Spacken. Money? Bisschen Money? Ja, also in solchen normalen Tunen sind eigentlich immer Rubine drin, aber ich brauche noch so viel Geld später. Richtig viel Asche. Richtig viel. Die ganzen Kämpfer leveln, Medaillen schmieden, Tränke vielleicht später auch mal herstellen und alles Mögliche. Da finde ich es, wie gesagt, direkt schade, dass der Rubin-Glitch nicht mehr funktioniert.
Aber der hat auf dem 3DS schon nicht mehr funktioniert. Also für die, die es nicht wissen, was der Rubin-Glitch ist, auf der Wii U-Version war es möglich, unter bestimmten Bedingungen ein Riesenmonster so zu besiegen, dass wenn es dann verschwindet, also wenn man es eben besiegt hat, ohne einen Schwachpunktangriff zu machen, sondern es dann irgendwie anders zu killen, dann konnte es manchmal passieren, dass die Rubine, die man bekommen hat, auf 9.999.999 angestiegen sind, wegen einem Glitch. Weil die Wii U da irgendwie einen Rechenfehler gemacht hat. Aber das haben sie bereits in Legends auf dem 3DS behoben und es ist auch schon bestätigt, dass das auf der Switch auch nicht mehr funktioniert, also brauche ich mir da auch gar keine Hoffnungen mehr machen. Na gut, wie gesagt, das war ein Glitch. Das war jetzt nicht unbedingt Cheaten, aber wenn man bedenkt, wie viel Geld man braucht, um hier alle aufzuleveln, ist das natürlich, war das schon super praktisch. Aber hier gilt halt das Motto, ehrlich wird am längsten. Aber keine Sorge, es gibt noch andere Möglichkeiten, um viele Rubine zu bekommen. Besonders die Extraschlachten geben dann oft sehr viel Cash. So, ja, die Türen sind verschlossen. Das ist doch nichts Neues. Wie gesagt, im Moment vertraue ich halt doch mal noch mehr aufs Masterschwert. Es wird aber dann später eh so sein, wenn ich dann die Stufe 2 oder zumindest, glaube ich, die Stufe 3 Version von den anderen Waffen freischalten muss, dass ich dann in der jeweiligen Mission auch auf diese eine Waffe beschränkt bin und dann gar keine andere benutzen darf. Ja? Wollte ich nur mal so erwähnen. Ich glaube, bei den Stufe 2 Waffen ist es noch nicht so, aber bei Stufe 3 dann schon. Da musst du dann diese Waffe nehmen, weil sonst kannst du die Schlacht nicht machen. Also besser gesagt, du kannst doch nur die eine Waffe dann auswählen. So, jetzt haben wir hier mal eine Wasserfee gerettet. Gleich mal auswählen. Alter, was wollt ihr denn hier? Die einfach keine Chance haben. So. Und in der Festung mit der Wasserbarriere ist direkt auch noch eine Lichtfee drin. So gegenseitig, ne? Muss man die Feen retten. Etschlitz. Ups. Ah, gut, was machst du denn hier, du blöder Feuereralfos, hä? Hast dich wohl gerade verflogen. Und tot. So, alter Waffentasche, ficke du dich! Ich brauch doch Material. Das Spiel verarscht mich ständig am laufenden Band. Mit diesen Weapon Drops, wieso ist das nicht besser ausbalanciert? Also da könnte ich teilweise so ausflippen, weil ich bin auf die ganzen Materialien angewiesen. Ich habe eh schon mehr als genug Waffen. Warum geben mir die ständig Waffentaschen, diese Deppen? Ich kann leider immer noch keinen Materialtrank zubereiten, weil ich dafür viel mehr Skulpturas noch besiegen muss. Dass wir wieder den Trankladen leveln, also den Bazar. Und ich habe keine Ahnung ab wann. Entweder jetzt dann, wenn wir 45 Skulpturas haben oder vielleicht sogar noch später. Den Bazar kann man, glaube ich, bei 45, 60 und sogar nochmal bei 90 Skulpturas aufleveln, um noch mehr Tränke zu bekommen. Also das kann mitunter noch lange dauern, bis ich einen Materialtrank dann zubereiten kann. Und da wäre dann die Droprate auf seltene Materialien wirklich viel, viel höher. So, Feind wurde durch die Eroberung seiner Festung endlich geschwächt. Na, Zeit wird's. Der hat einfach keine Chance. So, guckt ihn euch an, wie ich ihn fertig mache. Zack. Und, wow, wo ist er hin? Gar nicht gesehen. Was machst du denn da drüben? Wo habe ich den denn hingeschleudert? So. Und stirb. Gewonnen. Wir haben gewonnen.
Also ich finde, blau steht Link auch ganz ausgezeichnet. Wobei ich hätte da ja den Schal anders eingefärbt, dass sich der noch ein bisschen besser abhebt. Den hätte ich rot gemacht, aber ist ja egal. So, Waffe erhalten. Epona, Links geliebtes Pferd. Stimme mit dem starken Angriff über das Schlachtfeld, bis die Karottenanzeige leer ist. Du kannst auch am Ende eines Kommandos X gedrückt halten. Das ist ein sehr besonders eigenwilliger Kampfstil, mit Epona zu kämpfen. Ist auch vom Element Licht. Ja, wenigstens habe ich gerade eine Feuerschwinge bekommen, habe ich gesehen. So Leute, und es ist noch Zeit, dass wir uns jetzt auch für Linkel ihre zweite Waffe holen hier oben. Und zwar, warte mal, hier nochmal graben. So. Und das sind tatsächlich die Pegasus-Stiefel. Und dann kann sie noch ein Herzcontainer und ein Herzchen finden und Feenkleidung, da habe ich ja einiges zu holen. Funken des Stolzes. Stufe 35 sollte stark genug sein. Sie hat ja schon ihre Stufe 2 Waffe im Legendenmodus noch bekommen. Hier die Armbrüste mit 4 Sternen, Erfahrung plus Materialbonus und Sternbonus. Und damit gehen wir richtig ab. So, hier wäre es mal schlauer, gleich vorher zu gucken, wo. Aha, Flussfestung, Nordoase und Wüstenburgfestung sind die Schatzdrohnen. Alles klar, let's go! Wir müssen uns beeilen, bevor das Dunkel uns verschluckt. Besiege Midna zusammen mit Sheik. Alter, wer ist denn hier alles? Holy moly, Macaroni, my pony und Boom Baby. Alter. Gleich zu Beginn schon zum Begrüßungskomitee. Und oh mein Gott, es ist Girahim. Es ist Girahim. Ja, vorwärts. Oh, Vorsicht. Aua. Mistvieh. Du solltest mich doch gar nicht treffen. So, jetzt haben wir hier schon wieder ein Goldhuhn. Wer braucht schon ein Goldhuhn? Unnötig. Aber es kommt runter. Blödes Kackvieh. So. Da kann Angst vor so einem Eralfos. Lächerlich. Ich habe schon ganz andere Typen platt gemacht. Im Legendenmodus. Den ganzen König Dodongo habe ich geschlachtet. Ja, da komm doch mal her jetzt. Wenn die so am Glühen sind, dann halten die halt leider sehr viel aus. Endlich ein würdiger Gegner. Oh, da bin ich ganz erregt. Eine weise Entscheidung. Das ist meine Unterstützung. Und alter Imper ist nicht auf meiner Seite, sondern auch meine Feindin. So, aber die Magie ist schon mal voll. Geil. Magic is full. Und die. Die werde ich gleich hier mal benutzen. Hier sind ganz viele Feinde jetzt. Also ich muss sagen, Impa hat auch eine ziemlich geile, ziemlich geiles Charakter-Intro. Alter, sag mal, wow, geht die ab. Ja, die hat ja auch das Wasserelement, ich habe Feuer, damit ist sie mir ein bisschen überlegen. Aber ich habe gerade auf einem Schlag die Festung gesäubert. So, hey, du bist stärker als ein Hirschkäfer. So, was, da knetet das in Bedrängnis? Darf die eigentlich fliehen? Er könnte mir immer zu Hilfe eilen, bitte! So, die Fee des Feuers wurde von dir befreit. Ja, ich kann lesen, danke. Oh, Vorsicht! Alter, wie die abgeht! Jetzt ist wieder Sheik im Bedrängnis. Ah, das Sheik darf nicht fliehen, verdammte Scheiße. Sheik darf nicht fliehen. Ich bin ja hier auch komplett allein. So, das Goldhuhn beginnt ja in der Wüstenburg-Festung. Das heißt, Impa, jetzt geht doch mal down. Jetzt geht doch mal down, Impa, jetzt geht doch mal down. Was ist los? Hör auf zu blocken. Aber eigentlich schade, für Impa gibt es keine eigene Intro-Animation, wenn sie die Naginata hat. Ah, Level Up. So, Impa ist hin.
Danke für dein Goldmaterial, Impa, danke. Vielen Dank. So, jetzt muss ich erstmal Sheik retten gehen, weil sonst, wenn mich nicht mehr abkratzt, habe ich die Schlacht verkackt. Wenn er geht, dafür ist es nicht so schlimm. Es geht immer um den Charakter, der das Fahnensymbol hat. Und oh shit. Naja, kein Wunder, Girem ist ja auch bei ihr. Alter, ich wollte mich verarschen. Du wirst mir nicht entkommen. Ich gebe deinen Vorgeschmack auf die Hölle. Ah. Ja, da fühlst du dich wohl. Agnete ist in Gefahr. Ja, was soll ich machen? Ich bin gerade hier beschäftigt. Ich muss erstmal Sheik retten. Tut mir leid. Also Agnete wird wahrscheinlich jetzt demnächst gleich abhauen. Aber das kann ich dann leider nicht verhindern. Alter, Girem, warum hältst du so viel aus? Stufe 36 sollte stark genug sein, um dich hier zu besiegen. Oh je. Das war gerade sein... Oh shit! Ja, das war sein eigener Spezialmagieangriff hier, also... Das ist eigentlich immer der Magieangriff, den die da machen. So, und jetzt verpiss dich! Na endlich! So, und wieder Goldmaterial von Girahim! Sehr schön. Oh, unfassbar, diese Schande will ich auf ewig verfolgen. Ah, Pech gehabt, Girahim. Du hast einfach kein Swag. So, und jetzt bin ich gerade. Jetzt bin ich gleich richtig am Arsch, denn ich sehe, in meinem Hauptquartier ist jemand drin. Und wenn ich den da nicht ganz schnell rausbekomme, dann sind wir gefiegt. Richtig tief in den Arsch. So. Wer zum Teufel ist das? Ein Eralfos? Der macht das so viel Stress. Naja gut, wenn der wieder so am Glühen ist, so overpowered, dann... Oh mein Gott, ich habe Agneta noch retten können. Glück gehabt. Dem Hauptquartier geht es auch nur vergleichsweise gut. Ja, puh, ich dachte schon, es wäre aus mit mir. Ja, ich ehrlich gesagt auch. Ich dachte auch, es wäre aus mit dir. So. Voll ins Gesicht gekickt. So. Ist schon erfolgreich. Der feindliche Feldmarschall wurde hervorgelockt. So, oh, die anderen Truppen wurden gesichtet. Anquatschen. Hallo, lasst uns Freunde sein. Na, das ging aber schnell. So schnell geht das. So, die Truppen von mitten rücken Richtung Hauptquartier vor. Jetzt sind ja auch nur Stoßruppen ab meiner drin. Ich glaube, es hackt. So, die Nimbus gerade wurde angesprochen. Die anderen Truppen wurden überzeugt, die Truppen von Sheik zu unterstützen. Ja, nice. Das sage ich mal nicht nein. So, und Alter, guckt euch mal an, was da jetzt noch alles auf uns zukommt. Seid ihr denn völlig bescheuert? Ja, aber Dinodonus-Reißzähne brauche ich sowieso. Also gebt sie mir auch gefälligst. Gebt mir keine Waffentaschen, ich warne euch. Ich will eure Dinodonus-Reißzähne haben, ihr Scheißviecher. Bronzematerial. Ja, und der Hunsohn, gib mir eine Waffentasche. Jetzt geh ich doch mal ficken. Jetzt reicht's. Finstere Explosion. Bam, ich soll Leute verrecken. Das ist doch jedes Mal derselbe Rotz. So, guck dir den an. Okay, der hat wenigstens brav das gegeben, was er sollte. Versteh dich, wieso die das nicht immer hinkriegen, diese Deppen. So. Multikill. Bam. Ich sagte Multikill. Also. So. Material. Oh, einmal sogar Silber. Ist ja noch besser. Wow, Vorsicht. Alter, Flammenkick. Aber mit den Pegasus-Stiefeln werden wir dann die richtig harten Kicks austeilen. Da haben wir richtig feste, harte Tritte da. Da wird Linke richtig kräftig zutreten. Und nochmal Silberner, es wird ja immer besser. So. Stoßtruppenabwehr, da müssen auch alle verrecken, bitte, dankeschön. So. Erstmal muss ich gucken, dass das auch gut in Sicherheit ist, sonst kann ich hier nicht weg. Seht ihr, von der anderen Seite kommen ja auch wieder welche angeschissen. Sag mal, was wollt ihr eigentlich hier alle?
Glaubt ihr, hier ist was im Sonderangebot oder wie? Schmerzen sind im Sonderangebot, gerade richtig extra. Im Doppel- und Dreifachpark, im Multipark. So. Nach der Schlacht brauchen die Bösen erstmal eine Multipackung Kopfschmerztabletten. Nächster bitte. Ja, zahlen bitte. So, Level up. Und Silbermaterial sogar von der. Hallo, ne? Ich sage, ich habe Materialbonus auf der Waffe. Das zahlt sich aus. Das zahlt sich aus, Leute. So, jetzt ist hier aber... Jetzt sollte hier eigentlich okay sein. So. Puh, das hält einen so lange auf, die ganzen Feinde hier abzuwehren. So. Wüstenmittelfestung müssen wir gleich mal erobern, denn hier ist ja ein Schatz drin. Ich habe noch gar nichts gefunden mit Linke. So, Magie ist wieder voll, aber die hebe ich mir auf. Chaos habe ich schon mehr als genug für Nahrung. Schon über 1700, so viel brauche ich gar nicht mal. Mann, jetzt stirb doch mal. Jetzt stirb doch mal, warum stirbst du nicht? So, hä, was? War das die andere Festung da drüben? Gut, wohin jetzt? Da lang. Jetzt mal hier drüben hin. So. Schon wieder Stoßtruppen. Ihr werdet euch gleich den Kopf stoßen, wenn ihr hier raus wollt. Das wollte ich auch mal wieder machen. Ding. Das Lingli die Kapuze abnimmt. So. Die Nimbusgarde ist in der Bedrängnis. So, warte mal, da oben musste ich doch eigentlich auch mal hin. Da ist zwar immer noch das Goldhuhn, aber das ist mir egal. Wieso gibt es hier denn schon wieder? Ich weiß nicht, haben wir nur bei ganz, ganz mega krass schweren Schlachten dann Eulenstatuen zur Verfügung oder was ist das? Die ganze Zeit nichts so. Das Goldhuhn ist jetzt völlig ausgewachsen. Na schön. Schön für das Goldhuhn. Es will dieses fruchtbare Land für sich erobern. Na klar doch. Sicher. Das soll es mal probieren. Ich könnte es jetzt theoretisch besiegen, wenn ich will, aber das hält mir ein bisschen zu viel aus. Das dauert mir zu lange. So. Da hole ich mir doch lieber einen Herzcontainer. So. Und denn nun pfeife ich auf dieses blöde Huhn. Jetzt bleibt da nicht mehr viel übrig. Ne? Das geht sich wunderbar aus. Wie lange geht die Schlacht? Naja, jetzt muss ich mich aber ranhalten. Schon über 10 Minuten. Unter 15 sollte ich brauchen. Also, ja gut, ich habe Magie, habe ich ja auch noch. Das müsste ich eigentlich ausgehen. Aber Alter, diese ständige Lauferei. Manche Schlachtfelder sind schon übertrieben groß. Bis du da mal auf der anderen Seite bist, das dauert. Das dauert ewig. So, die Nimbusgarde sind gefahren. Nein, nicht die Nimbusgarde. Wir sind doch erst Freunde geworden. Deswegen habe ich dich jetzt gerade gerettet. Ja, die sagt zwar gar nicht danke, aber ist schon okay. Ich glaube, die nimmt das Stillschweigen zur Kenntnis, dass ich sie gerettet habe. So. Und fragt mich jetzt bitte nicht, wie viele Feenkleidungsstücke es im gesamten Spiel insgesamt gibt. Ich weiß es nicht. Es sind schon ziemlich viele. Also ich glaube weit über 100. Ja.
Alter, wie geil, das ist ja sogar die wahre Mitte, das habe ich gar nicht mal gewusst. Ich dachte, das wäre vielleicht die kleine gewesen. Was macht die hier? Die haben wir doch noch gar nicht freigeschalten. Und das ist nicht mal die Schlacht, wo ich sie freischalten kann. Das ist eine andere Schlacht. Naja, auch Element Finsternis, aber glaubt mir, die ist so viel besser als die kleine Mitte. Wenn ich die mal habe, ist das auch eine der besten Kämpferinnen, finde ich. Oh, Vorsicht. Guckt euch an, was die macht. Die will mich mit einer Holzbrücke verprügeln. Aber das kannst du voll vergessen. So, komm her. Es tut mir leid, du bist wunderschön, aber ich muss dich jetzt leider trotzdem besiegen. So, schade, ich dachte immer, die wäre nochmal komplett voll, aber nein. Leider nicht. So. Wow, Vorsicht. Komm her, ich hab's gleich geschafft. So, wie lange geht die Schlacht? Oh, 12,5, also das schaffe ich unter 15 Minuten noch. Das schaffe ich noch, Leute. Sie hat keine Chance. Und schon bald werde ich sie als Kämpferin freigeschalten haben. Aber die ist halt leider so weit drüben links auf der Map, wo ich noch nicht hin kann. Da brauche ich, glaube ich, wirklich erstmal Toon Link, dass ich zu ihr komme. Und sag Tschüss, Midna, und bitte gib mir dein Material. Gold! Perfekt. Habe ich noch nie gehabt bisher. Die Göttinnen dürften sich über diesen Sieg freuen, aber hallo! Ich freue mich über das Goldmaterial. Und natürlich über die neuen Boots. Ein voller Erfolg. 13 Minuten Kaching, Rang A. Und da sind sie, die Schwingenstiefel. Geflügelte Stiefel mit der Macht des Gewitters und der Hühner lassen dich heftige Tritte verteilen. Mit dem starken Angriff stürmst du vor und stärkere Gegner erleiden einen zusätzlichen Treffer. Obwohl ich an der Stelle schon mal sagen muss, mir persönlich gefallen die Armbrüste als Waffen besser. Vom Kampfstil her. Die Stiefel sind auch wieder ein bisschen langsam und auch mehr für den Nahkampf gedacht, aber werde ich euch bei Gelegenheit natürlich auch mal vorführen, wie Linkel damit kämpft. So, die Robe der Wahrheit. Also ich habe 3 Goldmaterialien in dieser Schlacht bekommen. Das alles dank dem Materialbonus auf meiner Waffe. Das hat sich echt ausgezahlt. Die Robe der wahren Midna zum allerersten Mal. Dann Girahims Umhang. Impas Brustpanzer und dann hier noch ein Nimbus-Gardenschwert, 4 Dinodos-Armschützen und immerhin ein Eralfos-Schild. So, Reißzähne und ganz viele Metallplatten. Und eine königliche Kapuze. Hm, das sieht aus, als wäre das sogar für die Finsternisfee ganz gut. Gucken wir mal. So, ganz kurz nochmal rein zum... Obwohl, das kann ich auch so machen. Moment, wir können auch so zurückgehen. So, hier, schnell noch ins Feengefährten-Menü. Und dann Ankleide, Kopfbedeckungen, ja, königliche Kapuze, Finsterniskosten reduziert, ist doch super. Bitteschön. So, jetzt sind sogar die Kosten zweimal reduziert durch die Dunkelfürsthose und wie gesagt, hier sind diese Sachen, die sind von Anfang an drin. Die königliche Tunika, die Piratenweste, der Dunkelfürstumhang, das Magietop und eben auch hier das grüne Gewand. Das ist von Anfang an drin, dass man diese früher Vorbestell-exklusiven oder auch Japan-exklusiven Feenkostüme, die gibt es jetzt wenigstens auch alle, für uns, was ich sehr fair finde, ist ja auch die Definitive Edition, die hat halt eben alles drin. Da ist alles dabei. So, Leute, und jetzt wäre es natürlich erstmal, ja, den Part beende ich auf jeden Fall. Das sowieso, aber wie gesagt, ich komme jetzt eigentlich nicht mal mehr wirklich irgendwo hin. Hier drüben, hier... Wäre das eine... Naja gut, das ist... Gut, hier käme ich theoretisch mit Girahim weiter, aber das ist... Der ist noch nicht so stark. Und wenn ich hier lang wollen würde, hier, brauche ich Toon Link. Und den haben wir ja noch nicht.
Also hier käme ich nicht lang, weil hier oben wäre nämlich noch eine Waffe für Ganondorf. Eine neue zweite Waffe, die wahre Midna da oben, da kann ich auch noch nicht erreichen. Und hier unten, gut, hier gibt es noch ein Kostüm. Ist auch wieder für Link. Und hier käme ich zwar lang, aber dann käme ich hier auch nicht lang, weil hier brauche ich auch wieder Toon Link. Also Leute, ich würde vorschlagen, im nächsten Part gehen wir zum allerersten Mal ausnahmsweise mal auf eine neue Abenteuerkarte. Weil es einfach ohne Toon Link nicht weitergeht an manchen Stellen. Ne? Hier, das große Wette Meer kommt sogar noch vor der Master Quest und der Master Windwaker Karte natürlich. Von Windwaker inspiriert, gegen Wind und Hindernisse erschweren, die das vorankommt, deswegen benötigst du Itemkarten und Toon Link ist nicht der einzige, den wir hier freischalten können. Und ich persönlich freue mich auf die Karte auch ziemlich, weil die gab's ja auf der Wii U nicht. Was die alles nicht hatte, also es ist unfassbar. Definitive Edition, bestes Spiel, hol es euch, beste Version. Also Leute, wie gesagt, das große Wette Meer erwartet uns. Wir machen noch nicht alles auf dieser Karte, aber Toon Link ist mal das Wichtigste, dass ich mir den mal hole. Also, freu dich auf den nächsten Part, dann schauen wir uns mal das große Wette Meer etwas genauer an. Bis dann und tschüssi!